6 Uhr morgens in einem kleinen brandenburgischen Dorf. In der Bäckerei Plenz ist der Betrieb schon in vollem Gange. Auch die ersten Kunden sind schon da. Bäckermeister Karl Dietmar Plenz nimmt uns heute mit in die Backstube. Guten Morgen. Ihr habt ja gehört, dass wir ein paar Gäste kriegen. Die Bäckerei Plenz gibt es seit 1877. Karl Dietmar Plenz führt sie in vierter Generation. Ursprünglich wollte er gerne studieren, doch als Christ in der DDR war ihm das nicht möglich. Mit 22 Jahren übernimmt er das Geschäft seines Vaters. Inzwischen ist er sehr glücklich über diese Entscheidung. Hier sieht man richtig schön, dass es so ein schönes rustikales Produkt ist, von Hand gemacht. Und die Brötchen haben 48 Stunden vorher hat der Teig geruht, damit er viel Zeit hat für guten Geschmack. Und macht schon Spaß, ein tolles Produkt zu haben, anzubieten, jetzt so ganz warm in den Laden zu bringen. Ja, da macht mir mein Beruf schon Spaß. 100 Mitarbeiter arbeiten in den 5 Filialen der Bäckerei. Karl Dietmar Plenz führt das Unternehmen sehr erfolgreich, trotz der harten Konkurrenz auf dem Markt. In seinem Leben spielt der christliche Glaube eine wichtige Rolle. Deshalb will er auch als Unternehmenschef die christlichen Werte im Blick behalten. Ich bin ja aus einer alten Bäckerfamilie und da wurden alte Rezepte weitergegeben. So zum Beispiel der Sauerteig ist so ein Rezept, was wir von Großvater übernommen haben und weitermachen. Und ein besonderes Geheimrezept gibt es in unserer Familie und das heißt Backen und Beten. Das ist nicht nur auf dem Papier, sondern das leben wir, dass wir unsere Arbeit mit Gebet beginnen und viel für unsere Arbeit beten und im Gegenzug aber uns auch ganz viel Mühe geben und fleißig und zuverlässig unsere Arbeit machen. Backen und Beten, ein echtes Geheimrezept von uns. Doch Beten allein reicht ihm nicht. Er sucht nach Möglichkeiten, die christlichen Werte in die Praxis umzusetzen. So auch bei Personalentscheidungen. Es ist so, dass wir den Anspruch haben, dass wir in unserer unternehmerischen Tätigkeit auch Menschen fördern, die vielleicht nicht so eine geradlinige Biografie haben. Und oft hat sich auch bewährt, wenn es junge Leute gibt, die eine zweite Chance bekommen, so wie Falco. Und es war so, ich kann mich erinnern, dass er vor mir saß und das Papier auf dem Tisch war gar nicht so danach, dass man hätte sagen können, das ist der Richtige, weil er Ausbildung abgebrochen hat und auch seine Biografie schon ein paar Knicke hatte. Und dann hat er aber gesagt, Herr Plenz, ich kann gut reden und freundlich sein. Ich glaube, ich habe ein Verkaufstalent. Und wenn Sie mir eine Chance geben, dann würde ich das gerne unter Beweis stellen. Kleine Entschädigung. Benötigen Sie eine Tüte? Ich habe zum Glück einen Chef, der Menschen, auch egal in welchen Situationen, Chancen gibt. Ne? Halt der herzlich ist und der Chancen gibt. Ich habe eine Chance davon bekommen. Auch Patricia Böhm hat erlebt, dass ihr Chef vieles möglich macht. Als alleinerziehende Mutter hatte sie Schwierigkeiten, eine passende Stelle zu finden. Bei Bäcker Plenz gibt es nun eine Extraschicht für sie. An sich ist es schon schwer in dem Beruf, weil meistens fängt man nachts an oder irgendwie auch wegen mir früh um 4 oder so. Und das interessiert den Arbeitgeber dann ja meistens nicht wirklich. Dann sagen die ja, gut, wenn man ein Kind hat, geht das eben nicht. Aber das fand ich ganz toll, dass du das extra für mich gemacht hast, dass ich hier arbeiten kann. Manchmal muss der Unternehmer aber auch schwierige Personalentscheidungen treffen und Mitarbeiter entlassen. Man steht in der Verantwortung für das gesamte Unternehmen, sieht aber auch vielleicht die schwierige Situation des Einzelnen. Und da ist es gut, wenn man schon sachliche Argumente hat. Und da ist es für mich und meine Frau auch wichtig, über solche Entscheidungen nicht überstürzt zu treffen und vielleicht nochmal auch zu beten, was würde Jesus dazu sagen, wie würde der sich entscheiden. Und dieser Filter, der kann eine sehr gute Hilfe sein, wenn es so schwierige Entscheidungen gibt. Seit anderthalb Jahren arbeitet Bert Salz als Assistent der Geschäftsführung. Bei vorherigen Arbeitgebern wurden ihm unlautere Geschäftspraktiken abverlangt. Er hatte kaum noch Hoffnung, auf einen ehrlichen Arbeitgeber zu treffen. Vom ersten Moment an spürt er, dass in der Bäckerei Plenz ein guter Geist weht. Es war anders. Und habe sofort die Entscheidung getroffen, ich komme probearbeiten. Ich möchte wissen, ist es so, wie das hier oben ist und wie es besprochen wird, ist es so in der Arbeit? Und ich habe was vorgefunden.
den Blick werde ich gar nicht vergessen. Ich bin morgens um 4 in die Bäckerei gekommen, wie das da gewuselt hat und wie die gearbeitet haben und wie die Brot gebacken haben. Das war total toll. Und ich bin da empfangen worden und das hat mich einfach total gefesselt. In der Bäckerei Plenz steht der Mensch im Mittelpunkt. Auch die Auswahl seiner Mitarbeiter trifft der christliche Unternehmer ohne Vorbehalte. Bevor sich Stefanie Bäts als Verkäuferin bewirbt, informiert sie sich im Internet. Habe dann gesehen, dass die Familie bzw. halt auch der Herr Plenz persönlich sehr gläubig ist, seine Kraft und sein Durchhaltevermögen, wirklich muss man bei ihm sagen, aus seinem Glauben schöpft. Und da hatte ich dann kurzzeitig wirklich Bedenken gehabt, ob ich da überhaupt reinpasse, aufgrund dessen, dass er wirklich so christlich ist und ich halt nun mal meinen Lebensweg so gewählt habe und mit einer Frau zusammenlebe. Aber Gott sei Dank hat sich meine Angst ein bisschen wieder runterentwickelt, nachdem ich dann das Gespräch mit ihm hatte und ihn wirklich als so herzensguten Menschen kennengelernt habe, der wirklich das, die Persönlichkeit an sich sieht und nicht das Drumherum, wie man lebt oder wo man herkommt, woran man glaubt. Und das hat mich wirklich von Anfang an wirklich total fasziniert und wirklich sehr berührt bei ihm auch. Mittlerweile ist es Nachmittag geworden. Seit nachts 3:30 ist Bäckermeister Plenz auf den Beinen. Dem Familienvater ist bewusst, dass er sich in der Flut der Aufgaben auch verlieren könnte. Um dem entgegenzuwirken, habe ich mir mal mit meiner Frau überlegt, dass wir so ein Konzept für unser Leben haben wollen. Und dabei ist die Arbeit nur an die 4. Stelle gekommen. Wichtiger, und das versuchen wir zu leben, ist, dass wir Zeit haben für unsere Familie, dass wir Zeit haben auch für unsere Ehe, die so eine Basis ist, auch um glücklich zu leben und erfolgreich zu sein. Und die wichtigste Priorität für uns ist, dass wir gute Beziehungen leben, und da beziehen wir die Beziehung zu Gott mit ein, dass wir in Verantwortung vor Gott unsere Arbeit machen. Und dennoch gibt es Tage, wo ich total K.O. bin, wo ich wieder zu viel gearbeitet habe. Und das gehört auch zum Leben dazu. Feierabend. Für ein paar Stunden ruhen alle Hände, bevor nachts die Öfen angeworfen werden und die Mannschaft wieder loslegt. Getreu dem Firmenmotto: Backen und beten.